Liebe WSV-Fans, unser neues Format Auf ein Bit mit wird präsentiert von Bitburger, dem Premium-Sponsor des Wuppertaler SV. Also macht euch ein Bitburger auf und genießt die neue Folge. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Und erste Frage an dich, was möchtest du gerne trinken? Ein Bitburger, bitte. Rudi, machst du uns zwei Bitburger? Ja. Perfekt, danke dir. Stefan, ja, schön erstmal, dass du da bist. Wir haben jetzt Weihnachtszeit, das Fußballjahr 2022 ist zu Ende. Ist jetzt für dich so ein bisschen Zeit auch zu regenerieren, mal wieder so ein bisschen runterzukommen oder ist noch Action bei dir angesagt? Ja, ein bisschen die Hausaufgaben muss ich noch machen. Die Spieler sind seit Montag im Urlaub und klar, wenn man als sportlicher Leiter jetzt auch schon Urlaub machen würde, dann würde irgendwas falsch laufen. Von daher, wir haben noch ein paar Gespräche zu führen und Hausaufgaben noch zu erledigen und dann werde ich aber mit Sicherheit auch noch genug Urlaub haben, bevor es wieder losgeht. Aber ich sag mal, Zeit für Weihnachtsgeschenke einkaufen war schon oder bist du so ein Typ, der dann kurz vor knapp nochmal einkaufen geht am 23. und sagt, eben irgendwo bei Douglas den berühmt-berüchtigten Gutschein oder das berühmt-berüchtigte Parfum organisieren? Ja, ich bin der Kandidat, der kurz vor Toreschluss nochmal kurz aufläuft und die restlichen Geschenke holt, aber ich muss nicht so viel besorgen, von daher. Passt das schon ganz ja, gut. Ja, perfekt. Dann lass uns einmal anstoßen. Ja, Prost. Prost. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Lass uns einmal einen Blick werfen auf das Fußballjahr 2022 vom WSV, beziehungsweise vor allen Dingen auf die bisherige Saison. Wir haben ja kurz vor der Sommerpause schon mal zusammengesessen und haben ein bisschen auf deinen bisherigen WSV-Werdegang zurückgeguckt. Und im Sommer gab es dann ja die ein oder andere Kaderveränderung, die vielleicht auch nicht ganz so geplant gewesen ist. Semisaric ist gegangen, Niklas Heidemann hat seine Karriere beendet. Ich glaube, da waren ein paar Dinge mit dabei, die waren nicht ganz so geplant. War ein größerer Kaderumbruch, als eigentlich angedacht gewesen ist, oder? Definitiv, ja. Du hast schon die beteiligten Personen angesprochen. Felix Backstedt hat zusätzlich auch noch aufgehört. Waren schon ein paar Eckpfeiler, die einen wehgetan haben. Wir haben uns zwar dann dementsprechend auch verstärkt. Ja, wie man gesehen hat, am Anfang hat es natürlich nicht so gefruchtet. Der ein oder andere Spieler, der noch gesperrt war, hat natürlich auch extrem gefehlt. Die Abwehr war eigentlich komplett überhaupt nicht vorhanden und da hatten wir am Anfang auch unsere Probleme. Und ja, ich bin froh, dass sich das jetzt eingependelt hat, aber es hat natürlich, wenn man ehrlich ist, zu lange gedauert. Und aber gut, so ist es manchmal im Fußball. Wir haben eine Korrektur vollzogen und von daher ist es ja jetzt zum Ende des Jahres noch positiv geworden. Wenn wir auf den Sommer zurückblicken, du hast die Neuzugänge jetzt schon mal ein bisschen angesprochen, wonach sucht man als sportlicher Leiter oder in diesem Gesamtkonstrukt, wonach sucht man diese Jungs dann aus? Also was waren eure Kriterien jetzt, um die Jungs zu verpflichten, die ihr jetzt am Ende des Tages geholt habt? Also man bespricht ja dieses ganze Jahr schon, was man für Charaktere sucht, kommt natürlich auch um Trainer an, was will der Trainer für ein System spielen. Gaetano, Mann und ich, wir tauschen uns ja sehr, sehr eng aus und wir haben natürlich unsere Profile, wo wir sagen, worauf wir achten wollen und da geht es immer, das ist mein Lieblingspunkt, der Charakter oder die Art und Weise des Spielers, die ist sehr, sehr wichtig, Menschlichkeit, das muss halt bei uns reinpassen. Ich denke, das passt auch von Anfang an rein, sportlich hat es leider nicht geklappt und da haben wir uns auch was anderes vorgestellt oder gedacht, dass der ein oder andere Spieler schon schneller einschlägt oder sich schneller an die Liga gewöhnt. Das kann man natürlich nicht beeinflussen, wenn man eine Kaderplanung macht. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir doch ziemlich richtig gelegen. Du hast jetzt den Saisonstart angesprochen mit den ersten Spielen, Rot-Weiß Aalen, Wiedenbrück beispielsweise, wo man sagen musste, das ist jetzt ja absolut nicht so gelaufen, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Ihr werdet ja irgendwann in der Zwischenzeit eine gewisse Analyse vorgenommen haben. Ihr werdet ja reingeguckt haben und gesagt haben, okay, daran hapert's, daran hapert's. Was habt ihr da für Stellschrauben am Ende festgemacht, dass ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt das eine Problem, das ist das andere Problem, was habt ihr da so ausgemacht? Ja, wir haben natürlich linke Seite, ist ja auch kein Geheimnis, mit Heide haben wir da natürlich jemand verloren, auf den wir eigentlich gesetzt haben, dass er weitermacht. Hat ja leider nicht so geklappt und haben dann lange probiert, ja, wer kann die Seite spielen, ne? Jérôme Azamé hat die Seite mal gespielt, Moritz Montag als Rechtsfuß haben wir dann rübergestellt. Das kann man alles lösen, aber ist nicht zu 100% zufriedenstellend gewesen. Haben wir auch lange rumgedoktert und ja, letztendlich spielt jetzt Hage die Seite, wo ich glaube, jeder vor der Saison gesagt hätte, okay, offensiv überragend top, aber defensiv, haben wir alle ein Fragezeichen irgendwo im Gesicht. Und
Da muss man jetzt schon mal an der Stelle Hagel ein Riesenkompliment machen. Das, was er im Moment in den letzten Spielen abgeliefert hat, auch defensiv. Also ich persönlich hätte ihm das nicht zugetraut. Und von daher, ja, man lernt in 50 Jahren immer noch dazu. Und ist natürlich schön, dass es so klappt. Ja, und dann Stiepe, ja, man hat natürlich in den ersten Spielen Vorbereitung, hat man ihn gesehen, haben alle gesagt, oh, ein absoluter Unterschiedsspieler für die Liga. Und dann hat die Saison begonnen. Auf einmal hat jeder gesagt, Moment, wo ist denn der Spieler aus der Vorbereitung? Und wir selber natürlich auch, aber intern haben wir schon immer an ihn geglaubt und wissen ja auch, was er für eine Qualität hat. Das war einfach ein Kopfproblem. Man kommt nicht einfach von höheren Vereinen in die Regionalliga und nimmt das im Vorbeigehen. Und Stiepe hat das, ja, sich selber, ich denke, vernünftig auch ja, in den Spiegel geschaut und gesagt, hey, das kann das nicht sein, ich kann so einfach hier nicht auflaufen. Hat dann auch eine Denkpause gekriegt von Sefe, saß dann mal ein Spiel auf der Bank und ab dem Spiel, glaube ich, war so eine Wende da, wo er auch gar nicht eingewechselt wurde und hat gesagt, so jetzt muss ich halt das Feld von hinten aufräumen und ich denke, wenn man die letzten Spiele dann auch nimmt, dann hat er das ja, eindrucksvoll gemacht. Gehört auf jeden Fall zu einem der Spieler, die sich definitiv sehr, sehr gut entwickelt haben und jetzt mittlerweile auf dem Leistungsniveau, glaube ich, angekommen sind, was viele erwartet haben. Kevin Hagemann, du hast ihn gerade angesprochen, quasi so ein bisschen die Überraschung der Hinrunde auf der Position, auf der er jetzt unterwegs ist. Aber hast du denn in der Zwischenzeit auch nochmal Niklas Heidemann ein bisschen belagert oder belatscht, ob er nicht doch vielleicht wieder die Fußballschuhe anziehen will? Ja, ich habe ja lange Gespräche gehabt. Wir haben ja auch, Geiter und ich, wir waren ja auch bei der Familie und haben auch mit den Eltern gesprochen, die wir ja auch schon lange kennen. Und ja, das ist einfach auch eine fußballverrückte Familie. Und ich glaube, denen tut es genauso weh wie uns, dass sie ihn nicht mehr im Stadion sehen. Und von daher war es uns ja nur, oder wir konnten Nick ja nur alles Gute wünschen. Und er hat uns ja auch in Münster nochmal nach unserem Sieg auch in der Kabine besucht. Und das ist immer schön, da sieht man, dass er das lebt und das einfach eigentlich auch noch möchte. Aber er hat halt einen guten Job, er hat eine Firma mit übernommen. Und das ist natürlich auch ein Luxusproblem, wenn man absolut in eine Firma kommt, wo man die direkt führen darf als junger Kerl. Ist auch was Schönes und von daher können wir ihm da nur alles Gute wünschen. Also Gerüchten zufolge juckt es ihn trotzdem, glaube ich, immer noch so ein bisschen in den Füßen und ab und an, gerade wenn er die Entwicklung so sieht, weiß ich aus erster Hand, dass er da doch schon mal zwischendrin immer mal wieder überlegt, ob es nicht doch sinnvoll wäre, die Fußballschuhe wieder anzuziehen. Aber sei es drum. Du hast es jetzt gerade angesprochen, es gab in der Hinrunde dann irgendwann den Trainerwechsel, Josefe Dogan kam, Björn Wehnert musste gehen. Es gab so zwischendrin immer mal ein paar ja, Auslagen, Gerüchte drumherum, dass Mene vielleicht auch aufgrund seines Lehrgangs nicht mehr nah genug an der Mannschaft dran gewesen ist, nicht mehr bei gewissen Strömungen gegensteuern konnte. War das am Ende auch ein ausschlaggebender Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt eine Trennung vollziehen? Oder was war am Ende ausschlaggebend? Oder waren es nur die Ergebnisse? Waren die Ergebnisse, also Trainerlehrgang. Natürlich macht das immer mit einer Person was, weil dort andere Sachen auch ja, im Fokus kommen. Und die nimmt man natürlich mit in die Mannschaft. Aber das ist für mich nie ein Ausschlagkriterium. Kann auch anders laufen. Man gewinnt die Spiele und dann ist alles gut. Also von daher waren andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Und deswegen haben wir da auch dann gesagt, okay, wir wollen was verändern. Und hat aber nichts mit dem Trainerlehrgang zu tun. War denn für dich zu erwarten, dass 7 Spiele in Serie plus ein Unentschieden, was noch dazugekommen ist, also 22 Punkte aus 24 Spielen, war das so erwartbar für dich dann irgendwann? Nein, definitiv nicht. Also daran habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht geglaubt. Ich habe schon geglaubt, dass wir die Wende schaffen und auch eine gute Serie hinlegen. 7 Spiele, würde ich heute lügen, wenn ich das sagen würde, dass ich davon überzeugt war, dass wir diese Punkte holen. Dafür war einfach die Leistung am Anfang zu schlecht, um daran zu glauben, dass wir jetzt auf einmal eine Truppe da haben, die ja, einfach um Platz geht und alle weghaut. Und ja, umso schöner ist es, umso mehr haben wir uns natürlich gefreut und man hat sich eigentlich Woche für Woche immer gezwickt und gesagt, okay, heute schon wieder gewonnen. Ja? Und dann freut man sich natürlich, hat ein Grinsen im Gesicht. Und ja, von daher, ich denke, für alle Beteiligten eine angenehmere Weihnachtspause. Ja, vor allen Dingen, du sagst es gerade, man zwickt sich dann zwischendrin immer mal wieder. Und du hast ja im Prinzip gegen Schwergewichte der Liga gewonnen. Du hast in Münster, bei Preußen Münster gewonnen. Ich glaube, das können ganz, ganz wenige von sich behaupten. Was war für dich denn in der Hinrunde so dieses Spiel, wo du sagst, okay, da hat es scheinbar Klick gemacht und seitdem ging es bergauf bei uns? Ich glaube einfach, das Spiel zu Hause gegen Schalke, das war so ein Wachrüttler,
wo natürlich Sarkasmus dazu kam, ne? Die Fans mit ihren Rufen Oberligameister, ne? Auch wenn sich das gut anhört, aber ist natürlich für Spieler, die auf dem Platz stehen, nicht demütigend, aber ein ungutes Gefühl, kein schönes Gefühl. Aber ja, ich habe auch der Mannschaft gesagt, letztendlich hat jeder das Recht, uns zu kritisieren, weil wir einfach nicht das abrufen, was wir können. Und da hat die Mannschaft sich zusammengerauft und vielleicht war es auch so ein Wachrüttler zu sagen, hey, jetzt mal ganz ehrlich, wir lassen doch hier nicht so einen Sarkasmus zu und uns lächerlich machen. Wir zeigen doch mal, dass wir es können und wir singen einfach mal Oberligameister, wenn wir die nächsten Spiele gewinnen. Und ich denke, das ist passiert und das war für mich so ein absoluter Wachrüttler. Hat in Münster ja auch ganz gut funktioniert hinterher. Die Party war, glaube ich, ganz gut. Ja. Jetzt ist die Winterpause da. Im Winter gibt es ein Trainingslager in Bieleck noch, 22. bis 29. Die Hallenstadtmeisterschaften stehen an. Mhm. Werfen wir mal so ein bisschen den Blick voraus. Also Punkt 1, Hallenstadtmeisterschaft nimmt der WSV ja auch wieder dran teil. Mhm. Ist denn schon klar irgendwie, mit was für einem Kader man dort teilnehmen wird? Nee, gar nicht. Es gibt Spieler, die wollen natürlich unbedingt in der Halle spielen. Ne? Also ein Schiepermann, ne? der würde heute sogar mit dem Fahrrad kommen und in der Halle spielen. Man muss halt, für sich bewerten, wer soll das spielen. Letztlich muss der Trainer das entscheiden. Ja? Also ist nicht mein Aufgabengebiet, zu sagen, wer spielt da in der Halle. Aber wir werden da eine gesunde Mischung kriegen und dass wir da vernünftig auftreten. Aber es ist für euch auch schon wichtig, dass ihr sagt, okay, das ist eine Wuppertaler Veranstaltung, Wuppertaler Stadtmeisterschaften, da gehören wir selbstverständlich hin. War ja auch mal jahrelang beim WSV anders. Ja, wir haben natürlich mit uns gekämpft, ne, weil natürlich die Bedingungen, ne, dass kein Kunstrasen da liegt, sondern normaler Hallenboden, ist natürlich schon so eine Sache. Man fängt, keinen Monat später schon wieder mit der Meisterschaft an. Dann ist es mit Sicherheit nicht gut, wenn man den Boden sieht. Aber wir haben auch gesagt, komm, wir sind der Fußballverein in der Stadt, der in der höchsten Liga spielt. Und da müssen wir natürlich dran teilnehmen und auch den WSV vernünftig präsentieren. Und dann war es für uns auch klar, dass wir das wollen. Jetzt haben wir in der Tabelle, gibt es aktuell 9 Punkte Rückstand auf Preußen Münster. Man steht im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals, hat das Spiel gegen RWE vor der Brust stehen. Was ist in der Rückrunde noch möglich? Ja, ich denke, wir sollten wieder von Spiel zu Spiel unsere Hausaufgaben machen. Sage ich zwar immer, aber es ist halt leider so. Die Tabelle, die lügt nicht, es sind 9 Punkte. Wir haben letztes Jahr gesehen, Essen hatte, ich glaube sogar zwischendurch mal 11 vor, oder ne, das war auch Wahnsinn, was aufgeholt wurde. Und wir werden von Woche zu Woche gucken, dass wir unsere 3 Punkte holen. Und dann dürfen wir vielleicht mal auf die Tabelle gucken oder wir brauchen gar nicht mehr drauf gucken, wenn Preußen Münster nicht schwächelt. Also dann haben sie es aber auch verdient und dann muss man die Hand ausstrecken, gratulieren und dann nächstes Jahr weitermachen. Aber es ist alles offen. Münster hat schwere Spiele, wir haben schwere Spiele und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt hat sich ja auch im Hintergrund ein bisschen was beim WSV getan. Es gab letztens einen Netzwerkabend für die Partner, der auch einen ganz guten Anklang gefunden hat. Wir haben mit der City Drive Fahrschule einen neuen Ärmelsponsor, es gibt einen neuen Hosensponsor. Also auch nicht nur auf dem Spielfeld gibt es hier eine Entwicklung, sondern auch im Hintergrund gibt es ja beim WSV eine Entwicklung. Oder wie siehst du das Ganze? Ja, wir müssen uns weiterentwickeln. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann wird irgendwann, wenn Friedhelm Hunger sagt, ich höre auf, dann wird es nicht mehr weitergehen. Und von daher müssen wir uns breit aufstellen. Viel breiter aufstellen, was extrem wichtig ist, weil wenn wir nur im Sport letztendlich unsere Hausaufgaben machen und in einem anderen Bereich stehen bleiben, dann denke ich, braucht man nicht über dritte Liga nachdenken. Also von daher müssen wir uns überall weiterentwickeln und dass wir jetzt einen Ärmelsponsor, einen Hosensponsor haben, ist ein Fortschritt, aber da muss es jetzt weitergehen, da dürfen wir nicht stagnieren, sondern uns auch weiterentwickeln. Machen wir mal einen harten Cut. Gestern gab es das erste WM-Halbfinale. Argentinien ist ins Finale gekommen gegen Kroatien. Verfolgst du die Fußball-Weltmeisterschaft im Generell? Natürlich, ich bin Fußballer und von daher bin ich da auch überzeugt von, dass ich das gucke. Alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen. Von daher sage ich, als Fußballer gucke ich einfach die WM. Okay, ist also für dich so ein Thema, wo du sagst, guckst du dir denn dann noch jedes Spiel an tatsächlich, auch wenn es möglich ist? Oder guckst du dann ausgewählte Spiele, die so ein bisschen Highlight-Charakter auch haben? Ja, also ich gucke sie schon anders, das ist auch klar. Ich gucke mir auch wirklich so die Highlight-Spiele an, aber ich muss jetzt nicht jedes Spiel, habe ich mir definitiv nicht angeschaut.
Aber so die Highlight-Spiele habe ich natürlich alle gesehen. Eröffnungsspiel Katar gegen, ich glaube, Ecuador war es. Habe ich nicht gesehen. Okay. Am Sonntag ist das Finale. Wer wird es dann am Ende ins Finale schaffen? Ich meine, mit Argentinien haben wir schon ein Team klar. Marokko gegen Frankreich steht am heutigen Tage jetzt noch an. Das Überraschungsteam gegen den großen Favoriten. Macht es der Underdog oder macht es der Favorit heute? Ich finde, Marokko ist positiv gemeint sehr eklig. Und ich glaube nicht, dass Frankreich da so gut mit klarkommt. Von daher, ich habe da wirklich gar kein Gefühl, aber ich würde es den Marokkanern einfach gönnen, mal ins Finale zu kommen. Und und dann wird man sehen, was passiert. Klar, jeder rechnet damit, dass das Finale die beiden großen Nationen machen, aber ich würde es Marokko einfach mal gönnen und habe für heute Abend, ich glaube, gibt einen Unentschieden und dann Verlängerung und dann schauen wir mal, was passiert. Glaubst du denn, dass sich dann Lionel Messi endgültig zum Greatest of All Time, zum GOAT küren kann am Sonntag mit dem WM-Titel? Oder meinst du, wird er, dass es zum zweiten Mal in Folge, oder nicht in Folge, aber zum zweiten Mal das WM-Finale dann verlieren? Also ihm würde ich das persönlich super gönnen, weil er ist einfach ein Vorzeigeprofi, ein absoluter Vorzeigemensch, glaube ich auch, der einfach den Fußball liebt, man sieht, wer Fußball spielt und ich glaube, Eskapaden, kann ich mich nicht so richtig daran erinnern, dass er die hatte, ist immer zurückhalten und da muss man einfach sagen, ich ziehe den Hut vor so einem Menschen, der schon so viel erlebt hat und auch so viel geschafft hat und deswegen würde ich ihm von Herzen auch natürlich den Titel geben. Du sagst es jetzt gerade, Lionel Messi hat keinerlei Eskapaden oder sowas, zumindest nichts Bekanntes. Wer weiß, was dann irgendwann im Nachgang nochmal auftaucht. Ne? Im Gegenzug hast du einen Cristiano Ronaldo stehen, der ja zuletzt auch Negativschlagzeilen dann irgendwo gemacht hat bei Portugal. Lionel Messi hat jetzt angekündigt, dass er sagt, ich will jetzt aus der Nationalmannschaft zurücktreten, das ist mein letztes Spiel. Es steht im Raum, dass er im Sommer dann nach Amerika wechseln könnte unter Umständen, wenn er mit PSG vielleicht sogar noch die Champions League gewonnen hat. Also so langsam Step by Step so seinen Abgang plant. Bei Cristiano Ronaldo hat man irgendwie das Gefühl, der will auf Gedeih und Verderb immer noch irgendwie weiterspielen und jagt irgendwelchen Titeln und Träumen noch irgendwo hinterher. Wie schwer ist es am Ende für einen Fußballer tatsächlich zu sagen, so, jetzt mache ich den Cut, jetzt höre ich auf mit Fußballspielen? Ich meine, du hast auch mal vor ein paar Jahren noch ein bisschen Fußball gespielt und das auch durchaus hoch unter Umständen. Wie schwer war es für dich dann hinterher, irgendwann mal zu sagen, so, ich mache jetzt hier einen Cut, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und Feierabend? In meiner Geschichte kann man abkürzen, ich war halt verletzt und musste aufhören, sonst hätte ich mit Sicherheit auch noch weitergespielt. Ich habe mit 34 aufgehört und Cristiano Ronaldo hat halt ein ganz anderes Ego. Ne? Also er ist natürlich, ich will nicht sagen Egoist, aber er guckt schon auf seine Performance und das, was er leistet und das, was er auch macht. Aber andersrum muss man auch sagen, er ist auch nur dahin gekommen, weil er einfach auch ein Vollprofi ist, weil er nicht nur schöne Autos hat, schöne Frauen und ein schönes Haus oder mehrere Häuser, weil er einfach auch hart trainiert und auch zu Hause hart trainiert. Er hat nicht diesen Körper und diese Mentalität, weil er zu Hause auf der Couch sitzt und sich nur mit Frauen vergnügt oder Alkohol trinkt, wie auch immer. Also deswegen sage ich, ist auch oft bei vielen Leuten Neid dabei, ja, dass manche Sachen nicht gut sind, also okay. Ich glaube, wenn man dann dieses Geld auch besitzt und dann auch mal verrückte Sachen macht und bei ihm genau hingeguckt wird, dann wird es ihm natürlich schneller negativ ausgelegt als manchen anderen Leuten. Von daher, ich bin da, ich glaube, ein bisschen abgestumpft, weil ich einfach diese Menschen vielleicht auch mit einem anderen Auge sehe, sind nur in der Öffentlichkeit, können sich nicht frei bewegen, können nicht einfach mal durch die Stadt gehen und sagen, hey, ich nehme meine Kinder jetzt mal und gehe was essen, setze mich irgendwo hin. Das muss man auch immer berücksichtigen. Von daher sage ich, dann müssen sie halt ihre Luft mal freien Lauf lassen bei anderen Sachen, die vielleicht dann egoistisch sind. Aber sei den Jungs auch dann irgendwo auch gegönnt. Aber ist das denn dann so ein Faktor, dass du hast es ja jetzt gerade gesagt, er ist ja sehr, sehr ehrgeizig, auch investiert sehr, sehr viel in sich, in seinen Körper. Ist das, auf der einen Seite ist das ja ein positiver Aspekt, der hat ja dafür gesorgt, dass er überhaupt so lange auf so einem Top-Niveau spielen konnte. Aber auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch ein Faktor, der dafür sorgt, dass er eben dann vielleicht diesen Zeitpunkt verpasst zu sagen, so jetzt ist mein Zenit überschritten. Ich meine, er will ja weiterhin Champions League spielen,
Sein Wille scheint aber nicht bei den großen Topclubs anzukommen, beziehungsweise scheint nicht der Wille der großen Topclubs zu sein. Er könnte in Saudi-Arabien viel Geld verdienen, geht dann aber aus dem Fokus raus, könnte nach Sporting gehen, zu seinem Heimatclub, verdient kein großes Geld. Also ist es dann irgendwo so dieser Punkt, wo er aufgrund seines Ehrgeizes dann selber vielleicht den Abgang verpasst? Ja, er muss halt aufpassen, dass er nicht zu negativ wird. Ja? Dass nachher die Leute sagen, hey, er will einfach nur, ja gut, kassieren, könnte er dann in Saudi-Arabien. Ich bin dann so ein Mensch, wo ich sage, wenn du einen schönen Abschluss haben willst, und ich sag mal, Sporting ist ja auch ein netter Club, wo man mit Sicherheit immer noch im Fokus ist und sich, sag ich mal, ja, bei den Fans nochmal so in Erinnerung bringt und dann sehr, sehr positiv und sich da einen schönen Abgang verschafft. Ich denke, das ist eine gute Geschichte, aber ja, da steckt man nicht drin. Ne? Also ich persönlich würde diese Richtung einschlagen, aber ja, ich kenne ihn persönlich nicht, von daher weiß ich nicht, wie er da so tickt und ob er da wirklich dann so extrem egoistisch ist. Ich warte jetzt nochmal und lauere nochmal, vielleicht braucht doch nochmal einer einen Top-Stürmer und dann kommt nochmal ein großer Club um die Ecke und verpflichtet ihn. Also ich weiß nicht, wie die Gedankengänge da sind, aber ich persönlich würde immer dann zu meinem Heimatclub gehen, wenn ich merke, da reicht es nicht mehr, da reicht es nicht, oder die Leute merken, wir brauchen das jetzt nicht mehr, wir legen das Geld auch nicht mehr hin, dann will ich lieber diese Variante wählen, weil ich glaube, zu essen hat er genug am Tisch Geld, hat er genug verdient und dann würde ich lieber so eine Geschichte wählen, um den Leuten einfach mal nochmal was wiederzugeben, die mir letztendlich die Bühne gegeben haben. Hast du also nie versucht, Cristiano Ronaldo irgendwie bei Mittelsmännern mal anzurufen und zu sagen, hast du nicht Bock in Wuppertal zu spielen, gibt eine schöne Schwebebahn und sowas in der Richtung Stadion, das ist auch ganz nett. Hat er mit Sicherheit auch noch nicht gemacht, ne? Ist auch was anderes. Stell ich mir auch gut vor, Cristiano Ronaldo in der Schwebebahn, also das ist, glaube ich, auch ein Highlight. Jetzt gab es ja bei dieser WM nicht nur dieses Thema Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, die beiden größten Spieler unserer Generation, die dann ja möglicherweise den Abgang haben. Es gab ja auch noch unsere DFB-Elf, die ja, nach der Vorrunde dann mit 4 Punkten ausgeschieden ist. Gab ja viele Kritikpunkte, die da angesetzt worden sind. Kaderzusammenstellung durch Hansi Flick beispielsweise, mangelnde Chancenverwertung. Du wirst ja auch eine Meinung dazu haben, vermute ich mal. Wie sieht denn deine Meinung dazu aus? Also ich finde, man sagt ja immer Nachwuchs und wir müssen auch gucken, dass wir junge Spieler nachkriegen. Ich finde, in der Nationalmannschaft geht es nicht um jung und nicht um alt, es geht um gut und um schlecht. Und wenn ich eine Turnierphase habe, dann muss ich einfach sagen, okay, ich muss zum Turnier die besten Spieler der Bundesliga mitnehmen. Und dann ist mir egal, wie alt die Spieler sind. Ich sage mal, wenn man das Beispiel Süle nimmt, spielt in Dortmund nicht, Hummels spielt eine überragende Saison, ja, dann interessiert mich das nicht. Dann nehme ich einfach einen Hummels mit. Ja, Hummels ist mit Sicherheit unbequemer, weil er seine Meinung sagt, weil er seine Meinung vertritt. Vielleicht auch nicht so beliebt in der Mannschaft, das weiß man nicht. Ich finde, das ist ein Leistungsprinzip. Und da, denke ich, machen wir Deutschen auch den Fehler zu sagen, ja, dann nehme ich lieber anstatt den Älteren, nehme ich den Jüngeren mit. Ich will Weltmeister werden. Ja, dann nehme ich die Leute mit, die halt ja, gut drauf sind und in der Bundesliga performen. Und da bin ich der Meinung, das haben wir nicht getan. Ja, das muss Flick sich ganz klar ankreiden. Klar, für sich selber wird er gesagt haben, okay, ich habe die Leute mitgenommen, die ich aktuell am besten finde. Ja, das kann auch keiner beeinflussen, aber ich persönlich sehe das halt ein bisschen anders und hat jeder seine andere Meinung. Und von daher glaube ich einfach, wir müssen wieder da hinkommen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn man jetzt mal eine kleine Runde zusammengeholt hat, um zu sagen, wo will der deutsche Fußball überhaupt hin? Also es wird langsam mal wieder Zeit, dass wir da dominanter werden und auch ja, mit dem Aufwand, den wir vor allen Dingen auch betreiben, da auch wieder eine starke Nation werden und sagen, wir können den Titel wirklich holen und nicht eine Fantasie haben und dann in der Vorrunde ausscheiden. Ja, es ist ja vor allen Dingen so, Deutschland war ja früher immer bekannt dafür, dass du eine Turniermannschaft gewesen bist. Das heißt, du konntest ja im Prinzip im Vorfeld noch so viel falsch gemacht haben. Sobald du dann in das Turnier reingegangen bist, wusste jeder, okay, die Deutschen kommen, Turniermannschaft, immer über die Gruppenphase hinaus, Viertelfinale in der Regel eigentlich immer gebucht, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist ja diese DNA oder diese Angst der Gegner vor der deutschen Mannschaft, das ist ja komplett abhanden gekommen im Prinzip. Ja, wir sind ja auch nicht mehr selbstkritisch. Also wenn ich überlege, nach dem Ausscheiden, ja, wenn ich überlege, Oliver Bierhoff stellt sich hin und sagt, ja, ich bin ja nur für die Organisation zuständig, dann sage ich ganz ehrlich, dann darf ich mich gar nicht vor die Kamera stellen, weil dann gehöre ich ja auch nicht hin.
Ja, ob er jetzt dafür zuständig ist, nur und für den Fußball nicht, ja, sei dahingestellt. Aber da darf ich mich nach dem Ausscheiden überhaupt nicht vor die Kamera stellen. Und ich bin auch der Meinung, Hansi Flick, ich habe nie gehört, worüber, ich habe immer nur gehört, eigentlich haben wir alle Spiele gut gespielt, aber wir sind ausgeschieden. Da muss ich mich in meinen Augen mal hinstellen und sagen, gut gespielt? Wir haben nicht gut gespielt. Wenn wir gut gespielt hätten, wären wir weitergekommen ins Achtelfinale. Sind wir nicht gekommen, also haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht und sind nicht gut gewesen. Also das fehlt mir, dass man das mal einfach ausspricht. Ja, ich glaube, Basti Schweinsteiger hat es so versucht mal rüberzubringen oder die Leute dahin zu bewegen, das einfach mal zu sagen und dass es nicht passiert. Und von daher macht mich sowas nachdenklich. Bierhoff Konsequenz war für mich einleuchtend, finde ich auch vernünftig. Und Hansi Flick, war ich jetzt nicht überrascht, dass er weitermacht, sondern ich finde es auch richtig. Aber er braucht halt auch Leute neben sich, die ihn da auch ja, unterstützen und vor allem vielleicht auch ein bisschen in die andere Richtung lenken. Jetzt gibt es ja diese neu gegründete Taskforce mit Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge ist mit dabei, Hans-Joachim Watzke und. Sind das in deinen Augen die richtigen Leute, um diesen deutschen Fußball inklusive Talentförderung und Verknüpfung an die Basis auch wieder, weil das ist ja auch das, was vielen vorgeworfen wird, wieder hinzubekommen? Oder sagst du, bringt ja jetzt im Prinzip nichts, ich glaube, Tabea Kemmer hat das gesagt und Almut Schuld auch, es bringt ja jetzt nichts, Leute aus dem System herauszunehmen, die dann das System bewerten sollen und im schlimmsten Falle gar nicht so viel ändern. Man braucht externe Leute, die das Ganze machen. Ich finde es gut. Ob es jetzt die richtigen Leute sind, kann ich schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, wie tief jeder da drin ist. Aber jeder von denen hat genug Erfahrung und weiß, ich denke, welche ja, Fakten wichtig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und das, ich denke, können wir 2024 beurteilen, ob das dann das Richtige war. Aber aktuell würde ich erstmal sagen, externe Leute extrem wichtig, dass sie dabei sind. Und keine internen, die dann halt ja, wieder einen Kuschelkurs machen. Das brauchen wir jetzt definitiv nicht. Apropos erfolgreich spielen. Gerüchten zufolge sollst du bei dir im Büro eine Dartscheibe hängen haben. Bist du passionierter Dartspieler oder ist das einfach nur so ein bisschen, um zwischenzeitlich mal den Frust abzubauen und einfach voll auf diese Scheibe drauf zu donnern? Ab und zu haben wir Gesichter auf der Dartscheibe. Nein, nein. Nein, machen wir schon. Ich spiele schon ganz gerne Dart. Und wir haben ja auch mit Daniel oder auch Janis hier. Hage kommt öfters hoch. Hage ist, ja. Hage will, glaube ich, nach dem Fußball Profi werden, Profi-Dart-Spieler werden. Er trainiert häufig, spielt sogar zwischendurch auch mal Turniere. Okay. Und von daher ist das immer schon eine lustige Runde und wir daten ab und zu mal einen aus. Verfolgst du denn dann auch die Weltmeisterschaft? Ja, also, das ist so mein Ding, wo ich unbedingt mal hin möchte. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ellie Pelli ist natürlich Pflichtveranstaltung. Zudem ja, kann man dann noch Fußball gucken, Anfield Road auch noch. Vielleicht mitnehmen, also das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich weiß noch nicht wann, aber das ist schon mein Traum und mein Ziel. Ist einfach Wahnsinn und verrückt, da das einfach mal mitzuerleben. Da musst du unbedingt Bescheid geben, weil ich möchte dann unbedingt Stefan Küsters sehen in irgendeiner Verkleidung mit Afro auf, irgendein, weiß ich nicht, Zebra-Kostüm oder sowas und dann so ein 180er-Schild hochhalten, vorne in der ersten Reihe und mitgerölt. Also ja, kann man sich das so vorstellen dann? Ja, bestimmt, oder? Ja, ich glaube, wenn man da ist, dann muss man irgendwas Besonderes machen. Hemmungslos sein, aber man muss schon positiv verklopft sein und man muss sich auch was Verrücktes anziehen, weil normal kann man da nicht hingehen, aber da gibt es ja auch schon nette Karnevalskostüme, die man da anziehen kann. Und da bin ich gespannt drauf. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts werden, aber ich glaube, ab nächstes Jahr werde ich meinen Fokus drauf legen und werde mal gucken, ob ich dich dann da irgendwo erspähen kann. Ja, ja. Zum Abschluss von unserem Gespräch würde ich gerne mit dir einmal ein paar ganz schnelle Fragen durchgehen. Du hast die Möglichkeit, dass du dann einfach kurz und knackig antworten kannst, wenn du magst. Du kannst natürlich auch ausführlich antworten und wir starten im Prinzip direkt mal. Ja. Was ist deine persönlich schönste Erfahrung im Fußball gewesen? Da kommst du mir wieder mit Sachen an, Alter. Ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt, aber ich denke, eins war der Aufstieg mit Preußen Münster, damals in die dritte Liga. Okay, ich hätte tatsächlich jetzt sogar noch was anderes vermutet. Ich habe nämlich dich auch noch mal ein bisschen gegoogelt und ein bisschen recherchiert und habe gesehen, du hast tatsächlich sogar UI Cup gespielt. Du hast internationalen Fußball gespielt und hast sogar gegen Sturm Graz getroffen. Und das kommt nicht in die Verlosung mit rein?
Ganz ehrlich, ich habe das total vergessen, weil klar, internationale Spiele vergisst man. Wo wir, ja, ich bin da wirklich, was meine eigene Statistik und Laufbahn angeht, echt ein Schlunz. Aber wo ich beim ersten Mal bei der Sportschau war, wo wir in der ersten Runde vom DFB-Pokal waren, da war ich ja im Studio in Köln und die damalige Moderatorin, ich weiß jetzt nicht, welche Dame das war, die sagte nämlich zu mir, Herr Küster, Sie haben gegen meinen Lieblingsverein im UEFA-Cup getroffen. Und dann hast du erstmal gerattert und hast gesagt. Ja, habe ich das? Okay, ja. Und dann habe ich das erstmal registriert. Ich habe es absolut nicht, überhaupt nicht mehr gewusst. Das ist auch stark. Also, das, ich meine, international spielt man nicht so häufig, dass man sowas außer Acht lässt, aber gut, ja. Ja, aber ich bin ja auch kein Fan davon zu sagen, ich rede noch von früher mit den Spielern, weil. Das, letztendlich interessiert es keinen mehr. Ne? Wenn einer fragt, dann kann man darüber reden, aber es gibt ja auch viele Leute, die reden, ja, früher war es so. Aber damals war alles besser, weiß man ja. Ja, den heutigen Spieler interessiert das nicht mehr, was früher war. Das ist richtig. Dann kurz und knackig, ich glaube, das hast du eben schon im Prinzip mitbeantwortet, Messi oder Ronaldo? Messi. Okay. Derby-Sieg oder Aufstieg? / Meisterschaft. Unabhängig jetzt vom WSV gesprochen, sondern generell so vom Feeling her, du wirst ja das ein oder andere Derby schon mal miterlebt haben. Was ist für dich wichtiger? Tja, ein Aufstieg wäre für die Stadt Wuppertal extrem, extrem wichtig, von daher Aufstieg. Aber ich habe natürlich umso gerne natürlich auch noch gegen Rot-Weiß Essen einen Derby-Sieg. Also macht man am besten beides? Ja, am liebsten beides, Schritt für Schritt, erstmal den Derby-Sieg und dann gucken wir weiter. Hast du ein persönliches Vorbild? Ich fand früher als Spieler oder? Generell. Also als Spieler, früher hatte ich Gattuso als Vorbild. Ich fand den genial als Spieler. Der hat einfach es gelebt auf dem Platz. Und sonst habe ich ein persönliches Vorbild, wo ich sage, dass ich jetzt darauf gucke. Nee, habe ich jetzt nicht spontan. Wäre, unabhängig jetzt von der aktuellen Thematik Trainer beim WSV, das lass mal außen vor, Gennaro Gattuso dein Trainertyp, den du dir vorstellen könntest, irgendwann mal zu verpflichten, wenn er sagen würde, würde ich machen? Ich meine, er geht ja schon sehr speziell mit seinen Spielern um. Ja, kann ich nicht beurteilen als Trainer. Wüsste ich gar nicht, ob das funktionieren würde. Wenn so einer mal, wenn wir irgendwo mal in einer anderen Liga spielen würden, ob man ihn verpflichten könnte, ob er das dann auch der Richtige wäre. Kann auch sein, dass er total überdreht und total wahnsinnig ist da draußen und man munkelt. Das was er gelebt hat auf dem Platz, verlangt man von jedem Spieler auch. Das kann nicht funktionieren, geht auch nicht. Von daher würde ich jetzt eher mal die Sache verneinen. Wer ist dein härtester Dart-Gegner gewesen bisher? Dann muss ich Hage sagen. Dann muss ich ganz klar Hage sagen. Ja. Ja. Dann ist das ein schönes Kompliment an Kevin Hagemann. Seinen Werdegang nach der Karriere werden wir dann auch mal beleuchten. Stefan, schön, dass du da gewesen bist bei unserem ersten Talk mit dabei gewesen bist. Und vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Danke auch.